Mein Name ist Nadine Balker, ich bin 22 Jahre alt und mache seit 3 Jahren das duale Frankfurt School Studium bei der KfW. Ich bin jetzt im 7. Semester und schreibe gerade meine Bachelor-These. Da die KfW sehr groß ist, haben wir sehr viele Aufgabenbereiche, wie zum Beispiel die Konzernentwicklung, das Risikomanagement und das Transaktionsmanagement. Ich habe auch schon verschiedene Abteilungen bei der Tochter gesehen, bei der IPEX, zum Beispiel die Schiffsfinanzierung und Industrie und Services. Zu meinen Aufgaben dort gehörten unter anderem die Mitarbeit beim Marketing, das Vorbereiten von Marketingmaterial. Ich denke, ein Bewerber sollte verschiedene schulische Voraussetzungen mitbringen, wie zum Beispiel Mathematik und Englischkenntnisse. Er sollte ein wirtschaftliches Interesse haben, aber auch an Finanzen und mit Zahlen zu arbeiten. Als wir angefangen haben, hat jeder einen Paten bekommen aus dem Jahrgang oben drüber. Den konnten wir dann alles fragen, rund um das Studium, rund um die KfW, auf was wir achten müssen. Natürlich auch, welche Bereiche besonders interessant wären. Und wir sind auch heute noch in Kontakt mit unserem Paten. Die KfW ist schon ein super Arbeitgeber und ich fühle mich super wohl, so wie die meisten meiner Studienkollegen. Wir haben hier eine tolle Unternehmenskultur, die Kollegen sind offen, wir werden überall aufgenommen und begleitet, bekommen alles erklärt. Wir werden richtig gut unterstützt beim Studium, aber auch persönlich. Zum finanziellen Unterstützung vielleicht auch noch, dass Studiengebühren zum Teil übernommen werden, auch im Auslandssemester. Und auch hier in der Bank das Besondere ist, was man auch immer im Gespräch mit anderen außerhalb der KfW feststellt, dass hier doch ein sehr gutes Klima ist, dass die Kollegen alle sehr nett sind und wir super gut untereinander klarkommen und man sich gegenseitig unterstützt und nicht so die Ellenbogengesellschaft hier ist.